Magst du dich da auf den Stuhl setzen? Nimm ihn einfach. Ich glaube, der wartet auf dich. Genau, siehst du? Bleib du da. Also, erstmal sage ich euch Grüß Gott. Wie heißt diese Frau? Die heißt Irmgard Lucht. Und die ist aus München zu euch hergekommen, ist ja nicht so weit weg, um euch was von ihrer Arbeit zu erzählen. Was habe ich für einen Beruf? Von welcher Arbeit will ich wohl erzählen? Richtig. Und eine Autorin, was macht die? Ja, herstellen ist nicht so ganz der richtige Ausdruck. Sagen wir mal, ich mache Bücher. Wobei ich nicht jetzt die Bücher Papier zuschneide und zusammenklebe, sondern ich denke mir aus, was in den Büchern drin sein soll und male vor allem die Bilder, denn eigentlich bin ich Malerin und schreibe auch den Text. Die Luft ist warm und die Vögel singen den ganzen Tag. Sogar der Wald ist voller Licht und die Bäume malen mit ihren Schatten dunkle Muster auf die Straße. Viele Räder rollen über die Straße von morgens bis abends und sogar noch in der Nacht. Alle, die unterwegs sind, wollen ein Ziel erreichen. Für manche liegt es noch weit entfernt, für andere schon in der Nähe. Wer die Straße überqueren will, ist schnell am Ziel. Aber nur, wenn er zwei Beine hat oder vier oder wenn er fliegen kann wie der Vogel da oben. Wenn er aber weder Beine noch Flügel hat, sondern nur 14 winzig kleine Füßchen, dann wird selbst die kurze Strecke von der einen Straßenseite zur anderen zu einem sehr langen Weg. Woher die Ideen kommen, das weiß man eigentlich nicht so genau. Ganz plötzlich sind sie da. Und beim Raubenbuch war das so, dass ich mit meinem Fahrrad gefahren bin, was ich ja sehr gerne tue und sehr viel und weit fahre ich. Da ruhe ich mich aus vom Malen. Und eines Tages, an einem schönen Sommertag, fuhr ich also mit meinem Fahrrad auf einer Landstraße und kam durch einen lichten Wald und habe dann plötzlich gesehen, bewusst gesehen zum ersten Mal, die Schatten von den Bäumen auf der Straße. Das hat man schon 100-mal oder 1000-mal gesehen und nicht beachtet. Aber dieses Mal hatte ich plötzlich das Gefühl, das ist ja ein ganz tolles Muster von dem Hell und dem Dunkel auf der Straße. Und ich hätte Lust, das mal zu malen. Und während ich so weiterfuhr, habe ich überlegt, wenn ich jetzt ein Buch machen würde, was auf der Straße, wo irgendwas auf der Straße passiert, dann könnte ich ganz viel solche Schattenstellen malen. Und ich habe mir dauernd überlegt, was könnte auf dieser Straße passieren? Irgendwas Lebendiges. Und das war wirklich wie ein kleines Wunder. Plötzlich sah ich vor meinem Vorderrad